Servus und schön, dass du vorbeischaust. Ich bin der Joecraft und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer ganz völlig normalen Folge Minecraft, Craft Attack. Es gibt eigentlich in dieser Folge nichts, was anders wäre, nichts, was irgendwie komisch wäre. Also ihr habt eigentlich völlig falsch eingeschaltet. Es gibt auch keinen Prank, der hier gespielt worden ist. Es könnte auch nicht sein, dass ich einen Spieler, der AFK ist, auf eine Flying Machine gesetzt habe. All das ist nicht der Fall. Und heute ist Gegenteiltag. Herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu It's Payback Time. Kroko hatte mich damals ziemlich ordentlich in eine Falle reingerissen und er ist gerade AFK. Also, tschüss Kroko! Ich hatte gerade überlegt, ob wir Kroko den Grey Glass Pane Prank spielen. Aber. Grey Glass Pane? Was ist das? Hab ich schon mal ordentlich gemacht. Einfach graue Glasscheiben unterschiedlich benennen und dann Tar packen und dann sind quasi die Slots gesperrt. Ja, Ganz viel Spaß zusammen. Das ist gar nicht nervig, das ist ja recht, das ist gut. Ich weiß. Ich würde ja Kroko auf eine Flying Machine setzen und dann einfach. Zack, lass sie mal irgendwo hinfliegen. Schon geil. Scheiße, die Idee ist schon nett. Die ist ja ganz schnell gebaut. Boah. Aber wir haben keinen Schleim. Dafür. Ja, wir bräuchten halt super viel Schleim dafür. Kommen wir denn jetzt an 4 Blöcke Schleim? Dran. Honig. Stimmt, Honig. Ja gut, wir können es ja mal versuchen. Alter, die Idee ist so geil. Ach, ich glaube, das passt jetzt, ne? Perfekt, es passt. Das könnte klappen. Okay, jetzt aber schnell. Shit, wir brauchen schleimige Kolben. Nein, die können wir machen. Wir müssen ja noch ein bisschen Schleim hier haben, ne? Ja. Okay, damit hätten wir alles. Ja. Muss jetzt überlegen, wohin schicken wir ihn denn? Vielleicht in die Richtung? Dass er uns hört. Okay. So, geschafft. Da fliegt er. Tschüss, Kroko. Tschüss. Was machst du denn, Joe? Irgendeinen Unsinn wahrscheinlich. Auf Wiedersehen. Leute. Also, RGB, es könnte sein, dass ich gerade Kroko oder Andy, der hier AFK herumsteht, auf eine Flying Machine gesetzt habe. Es könnte sein, dass er jetzt auf dem Weg zum World Border ist.
Die Frage ist jetzt nur, ob man das merkt, ne? Das ist die Frage. Gut, dass du nicht gemein bist oder so. Nein, ich muss aber gucken, wo er hin... Ja, wenn jetzt alle mal schlaft, egal. Ich würde jetzt mal gucken, wo der gute Kroko denn jetzt hinfliegt. Ja, Kroko ist gerade AFK, Leute. Oh Gott, ey. Lächeln. So, die Flygmaschine wird jetzt wahrscheinlich hier gleich anhalten. Wobei. Muss die Gas? Ich glaube, ja, jetzt wird sie anhalten. Oder? Nee, das geht noch. Oh, das geht noch. Sie fliegt weiter. Sie hält gar nicht an. Sie fliegt weiter. Ja, Kroko. Wo fliegen wir denn jetzt hin, wir beiden? Mein Freund, der Kroko und ich. Wir beide gemeinsam. So ein kleines Abenteuer. Ich weiß nicht, wo wir landen werden am Ende. Es ist einfach geil. Ich meine, wir haben schon ein gutes Stück geschafft bis jetzt. An der Border wird unsere Fahrt enden. Das wäre sehr lustig. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Kann es nicht passieren, dass er aus Versehen durch die Border durchfahrt und dann stirbt? Das wäre schon lustig. Vor allem, ich könnte die Items dann nicht mal mehr aufsammeln. Ich müsste mir 5 Minuten zugucken, wie sie die spawnen. Weißt du, nicht so, ja, das wäre schlecht, das wäre lustig, sagt er. So, Kroko ist angekommen hier in diesem wunderschönen Schneebiom. Wollen wir ihm mal ein kleines Zuhause bereiten, dem guten Kroko? Deshalb baue ich ihm jetzt mal hier ein kleines Base, ja? Und ich bin mal gespannt, wie doof der Kroko gucken wird, wenn er nachher online geht und plötzlich feststellt so, oh Moment, wo bin ich denn hier gelandet? So, der steht safe. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir bauen die Flying Machine ab. Und ja, mein lieber Kroko, du bist jetzt 1000 Blöcke von unserer Startbase weg. Ich wünsche dir hier viel Spaß, ne, beim Rumstehen und ciao an dieser Stelle auch an euch, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Scherz, den wir hier dem Kroko gespielt haben. Ich bin sehr gespannt, wie er reagiert. Das warten noch eben ab. Und ja, das Ganze wird dann nach Anteilen gesplittet. Und es würde dann quasi auf dich gesplittet werden. Hallo Kroko. Hallo. Sekunde, Cast, das ist jetzt gerade... hallo Kroko. Was denn? Nix. Also... ich habe ja wieder heimgefunden. Joe hat Ich hoffe, dass du die ganzen Eisen da aus der Kiste rausgenommen hast, die in der Zwischenzeit produziert wurden. Es wurden insgesamt 26 Eisen produziert. Und seit wann hast du mich da rausgekehrt? Vor 5 Minuten. Aber dann spinnt unsere Farm, das ist ja traurig. Ja. Du bist mir einer. Ja, das verstehst du wieder. Also, Carst, sorry, dass du gerade im falschen Film gelandet bist. Es könnte sein, dass ich den Kroko da Andy auf eine Flying Machine gesetzt habe, während er AFK war. Ey, aber wie weit? Wie weit? Wie weit? Du musst mich ja, hast du mich erst nach oben gebracht, oder? Nee, der Weg war frei. Echt? Ah, blöder AFK-Spot. Ich gehe das nächste Mal in den Keller. Ach, ziemlich gut. Macht's gut. Bis bald. Ciao, Leute.